Einen wunderschönen Sonntagmorgen an euch. Zumindest ist die Aufnahme von Sonntagmorgen. Musik ein bisschen lauter. Ja, ich mache endlich mal wieder weiter beim Crusader. Fünfte Mission sind wir, glaube ich. Und ich glaube, Alter 2 ist mein letztes Save-Game. Genau, das letzte Mal haben wir... Was haben wir das letzte Mal nochmal gemacht? Wir haben irgendwie eine Überwachungsplattform oder Station, glaube ich, in die Luft gejagt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was die nächste Mission uns bringt. General Maxis sagte, Sie sind der Richtige für diese Aufgabe, Captain. Unsere neuen Probleme haben mich und General Maxis dazu veranlasst, diesen Auftrag geheim zu halten. Es ist ein Ein-Mann-Auftrag. Nur Sie werden das wahre Ziel erfahren, das diese Mission betrifft. Es wurde uns kürzlich mitgeteilt, dass das WEC einen Verschlüsselungschip entwickelt hat, Bezeichnung Cypher. Alle Versuche unserer Fachleute, die Nachrichten zu dechiffrieren, die damit verschlüsselt wurden, sind bis heute leider gescheitert. Der Geheimdienst hat inzwischen allerdings das wissenschaftliche Zentrum des Konsortiums lokalisiert, in dem dieser Chip produziert wird. Sie werden von einem unserer Informanten einen Sicherheitsausweis erhalten, sodass Sie das Gelände unbehindert betreten können. Sie müssen möglichst schnell die Pläne für den Cypher-Chip finden und sie unverzüglich Corporal Reeves übermitteln. Ich persönlich werde neben ihm stehen, um seine unstillbare Neugierde im Zaum zu halten. Haben Sie mich verstanden? Sobald wir die Pläne haben, aktivieren wir den Teleporter. Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann wenden Sie sich an Ihren Datenschirm. Wegtreten. So, ich glaube, in der Mission gibt es doch endlich neue Wachen. So komische Schwarzkittel. Spezialeinheiten, glaube ich, heißen die in der Übersicht der abgeschossenen Gegner. Ja, ich habe so lange nicht mehr weitergemacht. Ich war echt im Stress und dann auch so viele Videos und Rendern. Alles. Ziemlich stressig. Aber jetzt geht's ja zum Glück weiter. Na? So. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, genau, ich habe mir ein neues Schild gekauft, aber Energiezellen fehlen noch. Na komm. Du mal geschützt rum. Jetzt, ja. Jetzt darf ich nicht drüber rennen und da ist auch schon ein Alarm. Ich noch so viel Waffen. Ich könnte mal einen Granatwerfer drauf schießen. Und ich war geizvoll. So, jetzt. So. Ist hier noch irgendwas? Das sind sie. Genau. Das sind die neuen Gegner. Wir haben Energiezellen. Jawoll. Was hier? Nichts. Alarmknopf. Sonst nichts mehr. So. Einen Chiffrierungschip müssen wir uns aneignen. Durchrollen. Arschloch. Da kann ja nichts dagegen machen. Stirb. Sie haben. Oh Gott, ich kann mich an die Mission ganz und gar nicht mehr erinnern, außer dass diese neuen Wachen da kommen. Keine Ahnung, was mich erwartet. Aufzug. Okay. Ferngelenkte Kamera. Okay. Ey. Ja, bitte. Genau, so. Sonst irgendwas Interessantes? Kein Alarm, komischerweise. Immer Glück gehabt. Nein, ich mach das so.
Ah, das ist eine Steuerung. Ja, wie jetzt? Ah, ich komme nicht mehr zurück. Okay, das ist nicht gut. Ich hasse Alarm. Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Was ist aufgegangen? Wahrscheinlich diese eine komische Tür. Ah! Ach du Heilige! Einschmelzung? Bedachten Sie darauf, dass die Chips aus ihrer Blablabla-Richtung kommen? Probst. Okay. Nachdem ich gesehen habe, dass die Laserwaffen haben, sollte ich den Alarm irgendwie schnell deaktivieren. Geil, ist angelegt, die Kamera. Ich will den Alarm. Ja, genau, die Tür ist aufgegangen. Da rennen viele Wachen rum. Kiste. Klasse! So. Was muss das ist? Medpack. Das nehme ich mir gleich. Ja! Ich weiß. Ich tue ja schon was dagegen. Zumindest. So, da ist eine Kamera gewesen. Das habe ich gesehen. Da ist ein Alarmknopf, aber auch eine Wache. Auf höheren Schwierigkeitsgraden haben wir, glaube ich, sogar schon die Anfangswaffen. Laser. Anfangswachen. Laserwaffen. Da komme ich so noch nicht rein. Ach, ich liebe dieses Spiel. Das ist für dich, Rebell. Ja, Rebellenschwein. Au. Wenigstens haben die Energiezellen. Da kann ich mich wenigstens ein bisschen heilen. So, was haben wir hier? Ich finde das so krass. Er schießt mich, ich habe keinen Ausweis dabei. So. Da hinten ist jetzt nichts mehr aufgegangen oder so. Nee, nein, gut. Ja, 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 Crusader. Also Tony Sorovec, denn der geistige Schöpfer dieses Spiels, der hat er echt absolute Glanzleistung hingelegt, muss ich sagen. Finde ich jetzt. Ich habe mich, glaube ich, war denn das vor einem Jahr oder sowas, habe ich mal peu à peu eine Mail an die Firma hingeschrieben, wo er jetzt arbeitet. Ich glaube, ich gehört sogar ihm. Und habe mich einfach mal bei ihm bedankt, so aus Scheiß. Und ich habe dann sogar von ihm direkt eine Antwort zurückbekommen. Und hat er gesagt, dass es ihm schon... was hat er nochmal gesagt? Dass es ihn freut, dass sich Leute manchmal noch ein bisschen an Crusader erinnern, dass das echt ein... dass das ultimative Kompliment ist. Ah, Thermatron runter. Was ist denn da drin? Das sieht man auch. Du Arsch! Ah! Ja, das sieht man auch mal, was wollte ich sagen, genau. Das sieht man auch mal, dass das damals mit den Leuten von früher, mit den Entwicklern, ganz anders war wie heute mit EA und Co. Ich glaube, hätte da bei EA gearbeitet, ich hätte da eine Mail hingeschrieben. Ich glaube, es hätte niemanden so wirklich interessiert. Und es wäre garantiert auch bei EA so gewesen, da bin ich mir 100% sicher, dass die einfach die Mail wahrscheinlich gelöscht hätten oder sonst was. Großen Berlin. Ja, süß! So.
Ah, das ist ein Geschützturm. Das sieht mich nicht. Ah, gut, er hat eine normale Waffe. Ha, jetzt passt mal auf, was ich mache. Na, okay, das wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen eleganter lösen, aber egal. Oh, da ist eine Mine. Mine, Mine, Mine. Aber ich gehe jetzt erstmal da lang, wo ich den, wo ich die Keycard gebraucht habe. Ah! Wo kommen die denn her? Krass, aber wenigstens kriege ich jetzt Munition von dieser Waffe. Ich glaube, das interessiert mich hier nämlich ein bisschen. Mhm. Okay. Da ist der Aufzug zur nächsten Ebene. Scheiße, jetzt ist die Leiche kaputt. Naja. Jetzt komme ich wenigstens rum. Was? Ich mache erst mal den Level weiter. Das macht mich jetzt gerade ein Stückchen stutzig. Ba, 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 ba. Was ist denn da noch? Au! Oh Gott, ja, langsam wird's richtig schwer. Oder schwerer. Ich höre eine Kamera. Wachdienst! Ha, bist du gewusst. Wachdienst! Hä? Ich gehe jetzt einfach mal durch die andere. Ich bin ein Idiot. So. Ja, 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 ja. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe heute, glaube ich. Noch nicht ganz wach. So. Weil Keycard, glaube ich, ist wichtiger. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal kurz speichern. Klasse. Holte die Polter. So. Das ist jetzt abstürzt oder sowas. Also der Aufzug. Ebene 3. Gerade mache ich noch Ebene 1. Schau mich, Susan. Okay, hier brauche ich eine rote Keycard. Haha, so. Hab ich schon ausgesucht. Rot habe ich noch nicht. Ich will nicht drücken, weil dann ein bisschen Alarm kommt. Hm. Was macht das hier? Ah, okay. Ist gerade einer rein teleportiert. Alarmstufe rot. Jetzt gibt's auch noch Alarm. Aus. Ich dachte, da so komische Laserwachen kommen. Kann ich jetzt überhaupt nicht abhaben. Jetzt, wo ich gerade mal wieder ein paar Energiezellen hab. Ey, zum Glück habe ich ein größeres Schild. Nicht froh drum. Hm. Okay.
Crusader 2 gibt es zur... Ich weiß nicht, ob es auch beim 1er gibt. Beim 2er definitiv. Zur Weihnachtszeit. Da spielt dann Weihnachtsmusik im Hintergrund und allgemein ist das Spiel, ich glaube, da hat er dann sogar einen Hut von einem Weihnachtsmann auf. So ein kleines Easter Egg, der Entwickler. Die Kamera ist da oben. Thermatron. Ich mag Thermatrons nicht. Jetzt kann man die Energiezelle nehmen. Runter da! So. Oh. Ich will nicht in diese Energiedinger rein. Jetzt habe ich Energiezelle genommen und dabei liegt da schon so ein dummes Ding. Egal. Stirb! Okay, ich glaube, ich gehe wieder hoch. Es kann sein, dass hier überall versteckte Räume sind. Auch wieder Easter Egg-Räume oder sonst irgendwas. Aber es ist jetzt alles viel zu doof, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele einfach die Mission, gut ist. So, was passiert jetzt? Ah, das ist eine Tür. Mal solitär. Ach, sind die brutal. Ich kann mal wieder speichern. Ahaha. So, der Kraft. So, ist hier irgendwas? Hier nicht. Ist da irgendwas Böses? Scheint auch nicht so. Ach, Ventilator. So. Immer bereit sein zu feuern! Wenn das so eine doofe Kamera da irgendwo ist. Und ich sehe auch schon was. Sieg! Lieber vorsichtig voran. Okay. Ich trau Kameras nicht. Gut, hier ist keine. Roaming Susan! Okay. Will ich hier runter? Steckt schon. Ich schaue mir jetzt erst einmal ganz kurz den Datenschirm an, ob da wieder so lustige Einsatzbesprechungen drauf ist. Melf! Entschuldigung. Wir nennen den Chip jetzt einfach den MILF-Chip, okay? Scheiße, jetzt lese ich das auch noch. Ich bin schlimm. Ebene 5. Hallo? Geht's noch? Also das sind jetzt die ersten, vor denen ich eigentlich so ein bisschen Angst habe. Keine Kameras etc. zu sein, das ist schon mal sehr schön. Sonst noch was? Interesse? Hier nicht? Ja, dann anscheinend auch nicht. Nun gut.
auf in die nächste Ebene. Da kommt wer? Ich hab meinen Aufzug gehört. Ja, jetzt brauche ich die Keycard auch nicht mehr. Chip, 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 chip. Oh nein, geh weg. Frier ein. Mach sonst irgendwas. Stirb. Ausgesucht? Durchsuchen, nicht ausgesucht. Ah! Da habe ich nochmal Schwein gehabt. Da wäre ich jetzt sonst runtergeflogen. Das ist schon mal der Fingerzeig, ich sollte speichern. Nicht, dass ich wieder ein ekelhaftes Säurefall. Was ist denn das jetzt? Wo ist wohl die Keycard versteckt? Also manchmal frage ich mich, wieso sie sowas überhaupt machen. Aber, okay. Soll mir recht sein. Welche Ebene sind wir jetzt? Auf 5 muss ich. Immer noch 3. Will ich runter? Will ich hoch? Unten scheint gar nichts zu sein. Vielleicht ist irgendwo eine Kiste unten versteckt oder so. Egal. Ist das hier? Okay, ist das hier? Ah! Nicht schon solche. Oh Lech, ich hasse diese Spezialeinheiten. Ah, ich hasse Thermatrons! Langsam wird das Spiel richtig zur Drecksau. Zur bayerischen Drecksau. So. Das müssen wir schon. Kamera? Nein. So, wo geht's denn da lang? Schon wieder ein Aufzug. Nur noch auf Ebene 3. Oh, 16 Magazine, so gefällt mir das. Ich kann mal wieder eine Energiezelle reinschmeißen. Ebene 4. Und das Gelände schaut auch mal ein bisschen vornehmer aus. Anders als wir es kennen. Was ist der jetzt? Mehr? Na, nicht da, nix da, Kamera. Oh, komm, du willst doch auch sterben. Komm! Erzieherische Maßnahmen. Ich hau mir da mit dem Bambusstock auf die Finger. Alarmschalter. Keycard-Grüne. So. Dr. Soos. 432. Nimm. Was? Scheiße. Ah! Wie
Tiefe habe ich mich verguckt. Da steht schon einer. 437, die Tonne, da jetzt zu lesen.